Dies ist einer der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. Oh mein Gott, welche Legende? Die Legende von Hyrule? Bestimmt, okay. Oh, es war einmal vor langer Zeit, in einem weit entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräfte der Götter würden in ihn ruhen. Oh, von Hyrule und so, voll geil. Das Triforce, voll cool. Dieses Land war gesegnet mit der Frische, lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Hey, geil, also sieht es wirklich in Hyrule aus? Aber das Böse hatte sein Auge darauf gerichtet und raubte die Kräfte der Götter. Natürlich, mal wieder, ist klar, was auch sonst. Ist ja normal, ey, bei den bösen Leuten. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Nein! Warum? Voll fies. Ey, Mann. Doch als es so aussah, als wäre das Ende gekommen, kam ich bestimmt, ne, und schlitz alle auf, ist klar. Weißt du? Nee, natürlich nicht. Oder? Und doch tauchte plötzlich ein Jüngling gewandt im Grün der Wiesen aus dem Nichts auf. Yo, ey, geil, wie geil. Tatsächlich, yeah, Mann, voll cool. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und bannte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Die Musik ist übrigens cool, ne? Voll geil. Da, 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 voll cool. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferte seine Geschichte. Aha. Oh mein Gott, das ist die Geschichte von meinem Opa, merke ich erst jetzt. Voll geil. Yo. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit der Mantel der Legende über. Boah, voll cool. Die Geschichte von meinem Opa wird erstmal hier voll erzählt, voll geil. Aber das kenne ich ja schon, also. Okay. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Aha. Oh nein. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien. Ne, Punkt, Punkt, Punkt. Was kann es wohl sein? Ist bestimmt wieder auferstanden oder sonst doch so eine Scheiße. Mann. Koch einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Ist klar, was auch sonst. Das Volk des Königreichs glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Ja, komm zurück, Mittel. Und also, nein, voll fies, weißt du. Doch kehrte er nicht wieder. Oh, wie fies tatsächlich. Okay, bestimmt hatte mein Opa andere Aufgaben vor. Keine Ahnung. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber, ihnen blieben nur ihre Gebete. Boah, voll fies. Oh mein Gott. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Boah, voll tragisch, voll die Tragödie und so, voll heftig. Oh mein Gott. Krass, ey. Heilige Hylia. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Eieiei. Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Ach ja. Dann, da, alles klar. Es gibt eine Insel, auf der es Brauch ist, einen Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht. Ich glaube, das Alter war 18, aber ich bin mir unsicher. Na, kann ja 17 sein oder 16. 19, aber ich glaube 18 war das. Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Wow, voll geil. So, ich glaube, das Alter war 18. Keine Sorge, ich glaube, das war so. Der Wunsch, dass er so wird wie der Held aus der Legende, voller Mut und Tatendrang, liegt wohl in diesem Brauch zugrunde. Wow. Ach ja. So, wir sind natürlich auf einer Insel gestrandet, ne? So. Präludien. Mein Zuhause. So, natürlich. Mein ursprüngliches Zuhause ist natürlich Ordon, aber bin umgezogen. Okay. Sascha, was ist los, Schwester? Ich schlafe, Mann. Ich bin müde. Gestern war ein anstrengender Tag mit den ganzen Aufräumereien und so. Lass mich schlafen. Sascha, lass mich in Ruhe. Ich schlafe, Mann. Okay, ich leg mich hin. Gute Nacht, Leute. Das ist ja unglaublich. Also, ich schlafe schon die ganze Zeit. Sascha, was zum? So. Was ist denn los, kleine Schwester, ey? Du siehst doch, ich schlafe. Was zum? Ist einfach weg. Was zum? Wer war das? Oh, ich kann nicht mehr. So viel auf einmal, ey. Da bist du ja. Was zum? Jetzt bist du auf einmal dort. Okay. Hihihi. Ich könnte mir auch hier von oben hier aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Ja, da wird man müde, wie? Ja. Du, Sascha, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Ich habe verschlafen, keine Ahnung. So.
Du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Jo. Okay, was ist denn? Hast du es etwa vergessen? Was soll ich denn vergessen haben? Und so. Heute ist dein Geburtstag. Oh, tatsächlich. Ich habe heute wirklich Geburtstag. Tatsächlich, habe ich voll vergessen. Stimmt, ich war gestern so mit Aufräumen beschäftigt, dass ich das voll vergessen habe, dass heute voll der wichtige Tag ist. Egal. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Aha. Gut, dass ich dich gesucht habe. Ja, gut, dass du mich auch geweckt hast dann. Sascha, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Okay, ich will mein Geschenk holen. Yay. Ich habe heute wirklich Geburtstag, Leute. Yay, yay. Und damit herzlich willkommen zu einem lustigen Geburtstagsspecial, ne? Ich habe heute Geburtstag, Leute. Ist das nicht cool? Ja, nicht nur hier Sascha in dem Spiel, sondern auch der echte Sascha, also hier vorne. Ne? Ist ja eigentlich jetzt kein großer Unterschied. Aber, ne, letztendlich, ich habe heute Geburtstag. Yay, yay, yay. Ich habe heute Geburtstag, voll cool. Ich bin übrigens 18 Jahre alt geworden, ne? Voll geil. Ja, und voll schön. Ja, yay, zock, so. Okay, und ja, von daher, hammergeil. Cooler Tag ist heute, ne? Heute ist der 4.4., ne? Ach ja, wunderschön. Ja, heute habe ich Geburtstag, ne? Gratuliert mir, ruhig, Leute. Alles schön. So, was ist los, Kollege? Sascha, hallo. Was meinst du? Kann man wirklich bis da hinten springen, wenn man ordentlich Anlauf nimmt und seinen ganzen Mut zusammennimmt? Komm, hallo? Ist doch voll leicht, ey. Habe ich schon bei Twilight Princess gelernt. Zack. So, einfach nach vorne und zack. So, zack. Geht doch, ist doch nicht so schwer. So, zack, hier, yo, wow, geht doch. So, so, 15 Rubine, geil. Okay, jetzt hier so, zack, so, yay. So, 15 Rubine zum Geburtstag, einmal eingesackt, dankeschön. So, ja, und ich verrate euch mal auch, was ich zum Geburtstag so bekommen habe. Also, zum einen natürlich das Spiel Majora's Mask, ne? Majora's Mask 3D natürlich, nicht das Originelle. Das Originelle habe ich schon längst durchgespielt. Aber das Majora's Mask in 3D für den 3DS ist schon hammergeil. Deswegen habe ich das jetzt zum Geburtstag bekommen. Rubine natürlich, ne? Und, was noch? Achso, ja, genau. Und eine Webcam, Kollege, Leute. Ja, voll geil. Weil mit der Webcam kann ich jetzt eigentlich mal, ja, ein Facecam machen. Warte mal, habe ich eigentlich schon? Ach, guck mal hier. Hier, das Geschenk hier zum Beispiel. So, ermöglicht Lichtbilder. Geil, ne? So, okay. So, werden wir natürlich, so, umschalten, weißt du? Voll das lustige Foto. Nein, ja, du kannst noch zwei weitere Bilder machen. Voll cool, ne? Ja. Damit kann ich dann Facecam machen, ne? Und so. Ich weiß, wir spielen nicht Wind Waker in HD, sondern Wind Waker das Originelle, aber come on. Ist doch jetzt egal. Und vor allem, ich habe sowieso keine Möglichkeit, Wind Waker in HD aufzunehmen. Von daher, ja. Aber ist doch cool, Leute, ne? Ich habe heute Geburtstag und habe eine Webcam bekommen, deswegen kann es sein, dass wir in naher Zukunft vielleicht Facecam machen werden, ne? Voll cool. So, keine Ahnung, was der Typ da macht. So, achso, was ist denn mit dir? Hallo. So, hallo Sascha, alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. So, sag mal, deiner Schwester Ariel bist du nicht über den Weg gelaufen, oder doch? Sie sollte dir ausrichten, dass dich deine Großmutter sucht. Alles klar. Gut, da fällt mir ein, als mich deine Schwester neulich gesehen hat, sagte sie, sie wollte auch schnell groß werden, um mich Krüge tragen zu können. Sie meinte, dann könnte sie ihrer Großmutter zur Hand gehen. Wenn du sie triffst, dann sag ihr doch bitte Folgendes. Wenn sie vor einem Krug steht, dann drücke sie bitte A und wenn sie wieder abstellen will, dann drücke nur R. Alles klar. Richtig hier aus. So, dann gehen wir mal zu unserer Schwester, ne? Obwohl, warte mal, ich gehe mal, bevor ich zu unserer Schwester gehe, gehe ich nochmal zu dem Haus dort hinten. So, ne, ich will ja natürlich, ne, und so, ich habe ja heute Geburtstag und so. Und ja, das ist natürlich schon cool, ne. Schöner Tag, so, hallo, wer bist du denn? So. Oh, Sascha, heute ist also dein Geburtstag. Alles Gute, Junge, dankeschön. Kaum zu glauben, dass du schon so alt bist. Ja, da merkt man erst, wie schnell doch die Zeit vergeht. Ja, 18 Jahre gehen voll schnell vorbei, wie? Das ist wie mit meinem Rasen, weißt du? Ich könnte schwören, ich hätte ihn erst gestern gemäht. Doch heute ist das Gras schon wieder kniehoch. Sascha, möchtest du nicht auch mal eine Runde Gras mähen? Man findet oft die erstaunlichsten Sachen im Gras. Das macht richtig Spaß. Ich weiß, Rubine und so weiter, aber das ist mir egal. Das weiß ich Bescheid. Ja, ist gut. Okay, dankeschön. So. Hat er mich auch gratuliert, voll schön, ne? Gratulieren mich voll alle und so, weil ich heute Geburtstag habe, voll cool. Ja, und das Coolste von allen ist, das ist ja nicht nur im Spiel so, das ist wirklich so. So, keine Ahnung, was der Typ macht. Was macht der denn? Was machst du denn da? Was ist denn dort? Hä? Da ist doch nichts. Du bist mir aber auch einer. So, okay, dann gehe ich mal hierchen. So, okay. Oh mein Gott, der hat seine Nase nicht geputzt, seht euch das an. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. So, voll das Schwein, ist klar. Gut, dann gehe ich noch immer hier hin. So, zack. Hier so.
Dann so, hallo, wer bist du denn? Ist heute nicht dein Geburtstag, Sascha? Alles Gute, danke schön. Heute ist wirklich ein schöner Tag. Das sagst du, ne? Das sagst du. Das stimmt auch. Wir haben eigentlich unsere Gehege fertiggestellt. Ja, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Tiere. Aber welche Tiere brauchen wir? Findest du welche? Ich gebe dir auch Taschengeld. Okay, aber das machen wir nicht an meinem Geburtstag und deswegen so. Alles klar, yay. So, dann hole ich mir nochmal das Geschenk von meiner Oma. Ne? Und das war's dann auch. Okay, dann öffnen wir das mal. Ich will nochmal mein Geschenk abholen, ne? So, weil ich habe ja heute Geburtstag, yay. So. Okay, dann weiter geht's, ne? So. Okay, so, Oma. Yay. So. Warte, Sascha. Oh, voll cool, okay. Ja, Sascha, probier doch mal das hier an. Das ist das Gewand, das nur der Kluge und Taugliche sehen kann, okay? Ach, guck mal, ich sehe das auch, ja. Voll das grüne Gewand und so, ist klar. Okay. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Krass, ne? Ein grünes Gewand und so. Seht ihr das, Leute? Voll cool. Yay! Yeah! So, du hast anscheinend das Gewand, das nur der Kluge und Taugliche sehen kann. Ach, das nur der Kluge... Ach so. Und meine Abonnenten sind alle klug und tauglich, also können die das auch sehen. Zumindest scheint es so. Hm, sehr leicht und komfortabel. So, okay. Sowas aber auch, Oma, ey. Warum hast du denn so ein Gesicht? Du kannst das Gewand doch auch sehen, oder? Das ist doch voll beleidigend, wenn nur der Kluge und der Taugliche das sehen kann, ne? Wir sehen doch alle, dass da nichts ist. Außer ein unsichtbares Gewand. Bestimmt, ne? So, ich sehe natürlich ein grünes Gewand. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Leute, ne? Egal. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreichst wie damals der Held aus der alten Legende. Es ist doch für einen Tag, also sei tapfer. Wenn du glaubst, ich wollte dir reinlegen, dann stuft doch rein. Okay. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag reif, betrachtet und der Kunst des Schwertkampfs unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Voll cool, aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt, der Einzige, der sich auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfs beschäftigt, ist der alte Vater Orca, okay? Der Typ also. Das Schild, okay, der Schild da, den du hier als Wandstück siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Okay, so. Dann siehst du, Oma, die meisten denken, da ist trag nichts an. Als ob ich nichts jetzt mir angezogen habe. Voll das unsichtbare Gewand, verstehst du? Ja, ja, ich hab schon verstanden. Okay, gut. Sascha, freu dich doch, das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Ja gut, wie du meinst. Okay, gut. Heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe ja noch so viel mit deinen ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ja, okay, ich habe dir ja auch ein bisschen geholfen, ne? Gestern, heute musst du noch zu Ende machen, ne? Okay, ich helfe dir gleich. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für euch, ne? Ich hoffe, du freust dich. Oh ja, bitte Kürbissuppe, ich mag die. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh und hol deine Schwester Ariel, ja? Alles klar. Okay. Also. Okay, von daher würde ich sagen, ne, Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt, ne? Das war ein lustiges, kleines Geburtstagsspecial. Und von daher würde ich sagen, ne, bis zum nächsten Video und danke fürs Einschalten, ne? Ciao.